So, ich würde sagen, ich begrüße euch herzlich zu Ayudon Chronicle Rising. Ich werde mit Pad spielen und schauen, wie gut das funktioniert. Ich glaube, es wird sogar empfohlen, mit Pad zu spielen. Ich weiß nicht, ich kenne das Spiel nur von den Screenshots. Ich habe es noch nie gespielt, ich habe keine Ahnung. Ich habe ja Ayudon Chronicle 100 Heroes angefangen zu spielen und dann habe ich gesehen, dass ich das Spiel im Game Pass habe, hier Ayudon Chronicle Rising. Und dass das so eine Vorgeschichte ist zum Hauptspiel eigentlich, zu 100 Heroes. Und ich habe gedacht, ich beginne das mal. Ich weiß allerdings nicht, ob ich es zu Ende spielen kann. Ich habe gesehen, es fliegt in 2 Tagen aus dem Game Pass. Ich weiß nicht, wie umfangreich es ist. Das heißt, es kann sein, dass ich es tatsächlich nicht beenden kann. Ich werde aber ein bisschen Gas geben. Das heißt, ich werde alles machen, alles vorlesen. Ich werde in der Zeit, wo ich noch am Quatschen bin, noch schnell die Einstellungen überprüfen. Hoch. In 4K mittlerweile kann ich alles machen. Okay, dann würde ich sagen, kann ich direkt loslegen. Das Einzige, was ich noch dann vielleicht kurz überprüfen muss, ist Aktionsmodus ändern, normaler Modus. Was ist denn der andere? Mach mal normal, einfach so die Grundeinstellung, so wie es vorgesehen ist. So, genug gequatscht, ich starte mal. Falls ich mit der Kamera irgendeine wichtige Anzeige überdecke, werde ich es dann verschieben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Ich werde, wie gesagt, alles vorlesen. Ich denke nicht, dass es vertont ist. Mal schauen. Neues Spiel beginnt, Datenwerte, Autospeicher einstellen. Ich hoffe wirklich, dass ich es durchspielen kann. Wäre unheimlich toll, ehrlich gesagt. Ein bisschen gar blöd verschwindet es ausgerechnet jetzt eigentlich aus dem Game Pass, wo ich jetzt eigentlich den Nachfolger spiele. Ich bin schon eine ganz schöne Weile unterwegs. CJ, ein junges Mädchen, das aus einer Familie von Schatzjägern stammt. Sie ist nach Neuwag-Ehe gekommen, um das Übergangsritual der Familie abzuschließen. Sehe gerade gehört, eventuell den Ton ganz ein klitzeklein wenig runter noch nehmen, so. Flyer, Runenhügel entdeckt. Neue warte mal, ich muss mal noch mal lesen. Neuwag-Ehe erwarten euch Reichtümer, die eure wildesten Träume übertreffen. Alle Abenteurer sind willkommen. Laut dem, was ich gestern im Gasthaus gehört habe, sollte es jetzt nicht mehr weit sein. Es sei denn, ich habe mich verlaufen. Ah, halt! Könntest du mir mal helfen? Was haben wir denn hier, Diebe? Banditen, sie sind in letzter Zeit überall. Aber du siehst aus, als könntest du dich wehren. Wie bitte, ich bin ein ganz gewöhnlicher Händler. Marschierst du immer herum und beurteilst Leute nach ihrem Äußeren? Wow, tut mir leid. Sind wir jetzt hinter hilflosen Händler her? Aus dem Weg, kleines Mädchen. Und ihr habt nicht mal den Anstand, es abzustreiten.
kann ja nicht einfach dabei zusehen, wie jemand bestohlen wird, was? Das ist gegen meine Prinzipien. Also, na los, ihr Feiglinge. Ich kümmere mich um euch. Besiege die Räuber. Okay. Kampfgrundlage, nähere dich Gegnern und greife sie an. Obwohl einige Kämpfe vermieden werden können, blockieren gelegentlich Gegner den Weg vor dir. Sei immer bereit für ein Abenteuer. RT Spezialfähigkeit, anspringen, B angreifen. DJ Spezialfähigkeit. DJ kann kurze Strecken im Sprint zurücklegen. Bewege dich gezielt und nutze diese Fertigkeit, um gegnerischen Angriffen auszuweichen. Warte mal. Ach du Liebe. So meinen die zu drücken. Warum nehme ich denn Schaden? Wenn ich nur ankomme, bekomme ich Schaden. Auf Rückzug. Gar nicht übel, besser als ich von so einem jungen Ding erwartet hätte. Bin Hogan. Du hast mir echt den Hintern gerettet. Ich schulde dir was. Hogan lässt sich keine Gelegenheit entgehen, als er den Zustrom von Abenteuern in neue Nevae bemerkte, öffnete er ein Geschäft am autorisierten Handelsposten der Stadt. CJ, ehrenhafte Schatzjägerin, zu Diensten. Ehrenhafte Schatzjägerin, wie geht das denn? Ich jage halt nur Schätze, die keinem mehr gehören, verstehst du? Bei der Schatzsuche ist das Ziel schon lange tot. Beim Diebstahl ist es noch am Leben. Das ist ein entscheidender Unterschied. Aber Diebe halten zu viel auf sich selbst. Zumindest sagt mein Clan das. Also gefällt dir die Schatzsuche besser? Dann reist du nach Neu-Nevae, um nach Schätzen zu suchen? Na klar, was ist mit dir? Bin gerade raus, ich habe ein paar Schmuckstücke abgeholt und bin hergekommen, um sie zu verkaufen. Wie ist es mit Linsen? Gibt es Linsen? Ja, echt viele sogar. Ein paar glückliche Seelen sollen sogar in den Hügeln Runenlinsen gefunden haben. Super, ich muss sofort darunter. Diese gigantische Linse gehört schon so gut wie mir. Wo lang geht es zur Stadt? Was wäre ich denn für ein Gentleman, wenn ich dich nicht persönlich hinbringen würde? Das ist doch das Mindeste. Dann würde ich sagen, los geht das Abenteuer. Junger Wächter, schon wieder zurückgekommen? Warte, wo ist dein Begleitschutz? Beim ersten Anzeichen auf Banditen abgehauen. Dabei habe ich gutes Geld bezahlt. Schon wieder Banditen? Eine zähe Gruppe als letztes Mal. Jemand muss bald etwas unternehmen. Hey, wir sind nur hier, um den Kontrollpunkt zu bewachen, verstanden? Beschwere dich bei der amtierenden Bürgermeisterin. Ich muss sagen, die Welt so ist noch schön gestaltet, gefällt mir. Ja, ja. Und wer ist diese junge Dame? Ihr Name ist Sitsche. Sie ist eine, was war es gleich, ehrenhafte Schatzjägerin. Sie ist wegen der großzügigen Einladung der Bürgermeisterin hier. Und sie ist verlässlicher als ihr Tauchnexe. So viel steht fest. Wieder ein Abenteurer, der bereit ist, sein Leben zu riskieren und dann auch noch ein Kind. Nehme ich als Kompliment, danke. In meinem Clan gibt es nicht eine einzige Person mit klarem Verstand, rücksichtslose Halunken, allesamt. In Ordnung, die amtierende Bürgermeisterin wird sich sicher freuen, dass du
das zu hören. Geh weiter, geht weiter. So schnell zurück, ich bin mir ziemlich sicher, dass du erst vor kurzem gegangen bist. Du wirst nicht glauben, was passiert ist, Squash. Ach du meine Güte, nun wenigstens bist du unversehrt. Das haben wir dieser jungen Dame zu verdanken, Fräulein Siege, ja, Squash, autorisierter Gutachter, es ist mir ein Vergnügen. Glänzende Dinge sind sein Metier. So wurde Squash von einer glänzenden Zukunft in Neu-Nevae angezogen, um seinen Zubehörladen zu eröffnen. Dank seines scharfen Auges wurde er zum autorisierten Gutachter der Stadt. Autorisierter Gutachter? Ganz genau, es ist meine Aufgabe, die aus den Hügeln geborgenen Artefakte zu begutachten. Wofür? Na, um ihren Wert zu bestimmen natürlich. Auf allen Artefakten, die in den Hügeln gefunden werden, wird eine Erkundungssteuer von 30% erhoben. 30%? Der schlimme Teil kommt erst noch. Wenn du die Runenhügel betreten willst, brauchst du eine Erkundungslizenz von der amtierenden Bürgermeisterin. Diese Lizenz ist nicht günstig. Ist es nicht so, Squash? Das ist leider wahr. Diese Bürgermeisterin klingt ja ganz schön raffgierig. Ja, raffgierig ist das richtige Wort. Ist es. Nun, was sollte mich schon davon abhalten, mich auf der anderen Seite der Ruine rauszuschleichen? Oh, das würde ich nicht empfehlen. Wenn du dabei erwischt wirst, wie du dich mit einem Sack voll Beute aus dem Staub machst, nun ja, dann kommst du nicht sehr weit. Die Bürgermeisterin hat angeblich eine Abscheulichkeit aus der Ostprovinz angeheuert, um jeglichen Diebstahl zu unterbinden. Ich hatte schon mit so einigen Gauner zu tun, aber dieser Söldner ist beunruhigend. Ich bin ziemlich sicher, dass seine Anwesenheit das Einzige ist, was uns diese Banditen vom Leib hält. Grrr. Wie wäre es, wenn wir der Bürgermeisterin selbst einen Besuch abstatten würden? Selbst einen raffgierigen alten Seele kann man schließlich mit Vernunft beikommen. Klingt nach einem Plan, geh voran. Hier entlang, die Stadt liegt direkt vor uns. Also dann, wenn wir uns das nächste Mal sehen, hast du vielleicht Schätze für mich. Bis dahin, pass auf dich auf. Ja, mach ich, versprochen. Aha. Was ist denn da passiert? Oje, da ist was zusammengestürzt, oder? Hier ist es, ein blühendes neues Grenzgebiet im Griff eines Goldrausches. Willkommen in Neu-Nevae. Viel zu sehen gibt es hier nicht, hä? Also Räusper, ich habe blühend gesagt, nicht. Es wird dran gearbeitet, hä? Ist das ein Erdbeben? Ah, ich kann Erdbeben nicht ausstehen. Alles gut, war nicht mal so schlimm. Genau, ha, wie auch immer, Erdbeben sind hier keine Seltenheit, sei auf der Hut. Natürlich haben wir die Hügel überhaupt erst wegen einem Erdbeben gefunden. Einen richtig schweren vor etwa 3 Monaten. Was ist also passiert? Nun, ich mache mich besser wieder auf dem Weg. Ich habe immerhin einen Laden, oder zumindest werde ich das irgendwann. Ich dachte, ich verdiene mir ein bisschen was dazu, indem ich einen Handelsposten für Abenteurer eröffne.
Komm mal vorbei, sobald ich ihn eröffnet habe. Warte, wo finde ich diese Bürgermeisterin, von der du gesprochen hast? Im Rathaus auf dem Platz, schätze ich. Wo sonst? Danke, Hogan. Pass auf, dass du nicht wieder in Ärger gerätst. Drück mir die Daumen, kleines Fräulein. Drück mir die Daumen. Bis bald. Bye, bye. Also dann, Zeit, diese geldgierige Bürgermeisterin zu suchen. Hauptmenü. Über das Hauptmenü kannst du deinen aktuellen Questfortschritt, deine Werte, deine Gegenstände überprüfen. In diesem Bildschirm wird auch eine Minikarte von deinem aktuellen Standort angezeigt. Dieser geschäftige Platz ist das pulsierende Herz von Neu-Nevae. Tag und Nacht schlendern die Stadtbewohner hier vorbei. Das Stadtbüro befindet sich im Zentrum, wo auch das schwarze Brett zu finden ist, mit dem CJ den Bewohnern helfen möchte. Aha, okay. Ich bin gerade so ein bisschen um die Tasten durchdrücken. Platz. Der Platz ist das pulsierende, geschäftige Herz der Stadt, in dem regelmäßig alle möglichen Leute ein- und ausgehen. Bleib auf dem Laufenden, indem du auf das schwarze Brett neben dem Rathaus schaust. Stadtrand. Der Zugang nach Neu-Nevae. Die Straßen hinter dem Tor führen zum großen Wald und zum Steinbruch. Okay. Finde die amtierende Bürgermeisterin auf dem Platz. Neu-Nevae erkundet 20%. Okay. RB sprechen. Okay. Entschuldigung, wo kann ich diese raffgierige, amtierende Bürgermeisterin finden, von der ich schon so viel gehört habe? Raffgierig wie unhöflich. Ach komm schon, ich mache doch nur. Warte, bist du das etwa? Ich bin Isha, amtierende Bürgermeisterin dieser Stadt, ja, und ich wüsste nur allzu gerne, wer mich für raffgierig hält. Isha ist nach dem Verschwinden ihres Vaters Bürgermeisterin geworden. Sie entschied, den Steinbruch für Abenteurer zu öffnen und auch sie für dieses Privileg zu besteuern. Hogan und Squash. Die schon wieder. Vielleicht sollten ihre Steuern mal wieder erhöht werden. Tut mir leid, Jungs. Also raffgierig ist vielleicht etwas zu viel gewesen, hä? Nach dem, was ich über die Bürgermeisterin gehört habe, habe ich eine alte Greisin erwartet. Keine bezaubernde junge Frau. Wie alt bist du eigentlich? 16, warum? Aha, okay. Genau wie ich. Bin CJ, freut mich, dich kennenzulernen. Eine Abenteurerin nehme ich an. Beurteile ein Buch niemals nach seinen Stiefeln. Beurteile ein Buch niemals nach seinen Stiefeln, wie man sagt. Hier ist jeder willkommen. Nach seinen Stiefeln? Das ist doch falsch übersetzt. Hä? Nach seinem Einband. DJ-Initialen vielleicht? Siehst du es also vor, deinen echten Namen geheim zu halten? Genug über mich. Lizenz. Stimmt, ich bin hergekommen, um eine Erkundungslizenz zu bekommen.
Eine Erkundungslizenz kostet 100.000 Bakwa, keinen Pfennig weniger. 100.000 Bakwa? Bist du wahnsinnig, Mädchen? Sehe ich aus, als hätte ich so viel Geld bei mir? Bin 16, ich will den Kinderpreis zahlen, wie bei den Pferdekutschen in der Stadt. Denkst du wirklich, ich bin so begriffsstutzig? Auch deine Pferdenkutschen erwarten von jedem, der über 12 Jahre alt ist, dass er den vollen Preis zahlen kann. Pferdekutschen kennst du dich aus. Das muss ich dir lassen. Keine Sorge, wir bieten den finanziell entkräfteten Unterstützung an. Nimm diese Stempelkarte, sammle genug Stempel und ich stelle dir eine Erkundungslizenz aus. Eine Stempelkarte. Die Bewohner von Neu-Neawae hängen regelmäßig Aufträge am schwarzen Brett. Erledige eine Aufgabe und der entsprechende Bewohner wird eine Karte stempeln. Also muss ich in der Stadt aushelfen? Genau. Bei dem Erdbeben von 3 Monaten sind viele in Schwierigkeiten geraten. Die Nachfrage nach Hilfe ist sehr groß, es wird aber kaum welche angeboten. Kein Problem, geh bloß nicht weg, ich bin gleich wieder da. Sammle mit dieser Karte Stempel, indem du den Bürgern bei ihren Belangen hilfst. Unentbehrlich für den Erwerb einer Erkundungslizenz. Keine Abenteurer in Neu-Neawae kann ohne seine Stempelkarte leben. Hauptquest 1. Finde Stadtbewohner, die deine Hilfe benötigen. Weil mit dir kann ich nicht mehr kommen. Hier gibt es nicht viel zu sehen. Kleines Mädchen. Haken, du kennst nicht zufällig jemanden in der Nähe, der Hilfe braucht. Klar kenne ich wen. Wirklich, wen denn? Mich. Oh. Hör mal, ich würde dir ja gern helfen, aber wenn es mir keinen Stempel für meine Karte einbringt, muss ich leider ablehnen. Stempel wie die Bürgermeisterin Isha allen gegeben hat? Ich habe einen, guck. Wow, sogar ihr Kinder habt welche. Mit diesem Stempel werden Abenteurer alle Aufgaben erfüllen, für die ihr sie braucht. Also nutzt und benutzt sie, das hat Bürgermeisterin Isha gesagt. Raffgierig hat wohl doch genau ins Schwarze getroffen. Bist du auch eine Abenteurerin? Ja, du kannst mich CJ nennen. Wie ist dein Name? Priya, also hilfst du mir, CJ? Auf jeden Fall. Was kann ich heute für dich tun, Priya? Yum Yum finden. Yum Yum ist von zu Hause weggelaufen und noch nicht wieder zurückgekommen. Nun, das geht doch nicht, oder? Ist Yum Yum deine kleine Schwester oder dein Bruder? Meine Katze. Sie ist weiß und flauschig und niedlich und kuschelig. Du willst, dass ich eine Katze aufspüre? Seufzt, so viel zur Schatz, ja. Sie hat sich bei dem Beben vorhin erschrocken und ist aus dem Fenster gehüpft. Sie ist noch klein, deswegen ist es gefährlich für sie, allein draußen zu sein. Wenn sie die Mauern verlässt, könnte sie von einem Monster gefressen werden. Oh, bitte finde sie für mich, CJ. Yum Yum ist meine meistgeschätzte Freundin. Meistgeschätzt? Ah, die Schatzsuche ist meine Spezialität. Bringe dir deine Yum Yum im 0,nix zurück. Oh, danke, ich werde hier warten, okay? Okay. Sieht man da? Aha, doch, da.
eine Fremdländerin, spar dir die Mühen. Das hier war mal ein ruhiges kleines Dorf, bevor ihr aufgetaucht seid. Nix als Ärger allesamt. Was denkt sich diese Ische eigentlich? Sie hat keinen Respekt vor Tradition. Okay, von der bekomme ich keinen Auftrag. Wow, eine Abenteurerin. Wie dich habe ich noch nie gesehen. Behalt nicht alles für dich, wenn du was Gutes findest, okay? Diese alte Schachtel sieht vielleicht die Vorteile nicht, die es bringt, euch reinzulassen. Ich aber schon. Immerhin ist der Bergbau alles, was uns noch geblieben ist, besonders jetzt, dass sie die Hügel abgeriegelt haben. Welchen Nutzen hat eine Bergbaustadt ohne Bergwerk? Mal ehrlich. Isha mag manchmal etwas töricht sein, aber hier hat sie recht. Wie meinst du das, gierig? Auf jeden Fall, aber töricht? Ah, ich meine es nicht so, sie ist einfach anders, anders als wir anderen. Weiß ich nicht, kann man da nach hinten irgendwie falsche Taste? Da zeigt es ja so zwei wie Wege nach hinten an. Also ich drücke jetzt mal jede Taste, aber. Okay, hier ist die Endstation. Du hast hier nicht zufällig irgendwo eine flauschige weiße Katze gesehen, die niedlich und kuschelig ist, oder? Habe ich Prias Katze, nicht wahr? Yum yum. Wirklich? Wo ist sie? Ich habe sie am Schwanz gezogen und sie ist in den Wald gelaufen. Warum ziehst du einer Katze am Schwanz? Warum nicht? Mit einer Fremdländerin wie dir hat das eh nichts zu tun. Reizend. Sie ist klein, also wird sie garantiert von Monstern gefressen. Der Bergbau in den Hügeln hat so viele Monster angelockt. Solange ich hier bin, werden keine Katzen gefressen. Ich habe Priya versprochen, dass ich ihren Schatz, glaube ich, zurückbringe oder so irgend. Ich habe zu früh gedrückt, sorry. Danke für die Infos, Kleiner. Auf das Gehabe hätte ich allerdings verzichten können. Du kannst jetzt von Standrand nach großer Wald gehen. Ah Mist, ich habe mich vorhin verdrückt, so. Wollte ich nicht. Dungeons. In der ganzen Stadt gibt es eine Vielzahl von Dungeons, von denen jeder voller einzigartiger Ressourcen ist, die du abbauen kannst. Seit dem Erdbeben wurden immer mehr Monster gesichtet, also sei vorsichtig. Kann ich jetzt da hinten durchreisen oder ist das nur sozusagen Kulisse? Was ist denn, wenn ich jetzt dahin gehe? Gar nichts. Okay, RB. Ein großer, üppiger Wald direkt vor den Toren von Neu-Nevae. Die Gegend ist zwar reich an Nahrung, Holz und Steinen, aber die Monster, die sich dort seit dem Erdbeben versammelt haben, sind wirklich gefährlich. Eine Katze, keine Ahnung, tut mir leid. Okay, ich speichere mal.
Speichern beendet. Ich muss aber nachher mal schauen, bekomme ich wirklich Schaden, wenn ich denen nur ankomme da. Ja, tatsächlich. Also wenn man ein Gegner nur ankommt, bekommt man Schaden. Sieht man da Fische drin? Ne, es sind kein Fisch. Levelaufstieg. Eine Katze, klein, weiß, flauschig, niedlich. Ja, du musst Yum Yum sein. Yum Yum, wer ist ein gutes Kätzchen, hä? Kein Grund, Angst zu haben. Bitte lauf nicht weg. Hab dich. Ciao. Was macht ein kleiner Engel wie du an einem Ort wie diesem, hä? Bringen wir dich wieder zu deiner Familie, meinst du nicht? Bin zurück und sieh mal, wen ich gefunden hab. Yum Yum. Schnurr. Ich hab mir solche Sorgen gemacht, Dummerchen. Nimm es ihr nicht so übel, okay? Sie hat sich ein wenig erschrocken und ist in den Wald gelaufen. Das ist alles. Erschrocken? Oh nein. Tut mir so leid, Yum Yum. Wenigstens bist du nicht verletzt. Lauf nicht wieder so weg. In Ordnung? Ja. Vielen Dank, Sietje. Wie versprochen, hier ist mein Stempel. Das ist zu freundlich. Und fertig. Ein Stempel erledigt, seufzt. Noch so viele mehr. Sag mal, Priya, kennst du nicht zufällig noch jemanden, der vielleicht Hilfe gebrauchen könnte? Klar doch. Wirklich, wer? Mein Vater. Unser Haus wurde in dem großen Beben von vor 3 Monaten komplett verwüstet. Mein Vater hat nicht genug Holz, um es zu reparieren. Glaubst du, du kannst ihm helfen, Sietje? Na klar, überlass das ruhig mir. Ich brauche eine Stempelsammlung, um eine Erkundungslizenz zu bekommen, weißt du? Ich kann ja nicht erwarten, dass sie sich von selbst stempelt, nicht? Du bist die Beste, Sietje. Also, wo ist denn dein Vater? Wir leben gleich da drüben im Wohnviertel. Wohnviertel, oder wie hat sie es gesagt? Alles klar, bis später, Priya. Tschüssi. Bye bye. Boing. Stempel erhalten. 50 Erfahrung erhalten. Beim Sammeln von Erfahrung mit deiner Gruppe erhöhen sich ihr Level und ihre Werte. Du erhältst Erfahrung durch das Abschließen von Quests und das Besiegen von Gegnern innerhalb von Dungeons. Erfolg freigeschalten. Irgendwie etwas vom Anfang, mehr konnte ich nicht mehr lesen. Hauptquest 2. Repariere mein kaputtes Haus. Du kannst jetzt vom Platz nach Wohnviertel gehen. Ich weiß ja nicht. So schnell vorlesen ist ein bisschen merkwürdig. Aha, jetzt kann man da, das schaltet man nach und nach frei. Hm?
Die eingesessenen Bewohner von Neu-Nevae leben allesamt in diesem Teil der Stadt. Hier befindet sich auch das Haus der amtierenden Bürgermeisterin Isha. Nein, ich wollte in das Haus probieren reinzugehen. Das geht nicht, okay. Also das untere Haus ist anscheinend begehbar. Hier passiert auch nichts. Hallöchen, wer bist du denn? Entschuldige, aber bist du zufällig Brias Vater? Der bin ich, und wer bist du? Noch eine Abenteurerin auf der Suche nach Schätzen? Ja, ich bin CJ. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Ganesh. Woher kennst du meine Preacher? Wir haben uns gerade erst auf dem Platz kennengelernt. Ich habe ihr geholfen, Yum-Yum zu finden. Ist das so sehr freundlich von dir? Also, was führt dich zu mir? Bria meinte, du könntest Hilfe beim Wiederaufbau eures Hauses gebrauchen. Deswegen bin ich hier. Verstehe, du sammelst also Stempel, nehme ich an. Ja, ich habe erst einen. Wenn es also irgendetwas gibt, womit ich helfen kann, lass es mich wissen. Ich schätze, ich habe wirklich eine kleine Aufgabe, um die du dich kümmern könntest. Hast du? Warum nicht? Die Bürgermeisterin hat recht, was euch Abenteurer angeht. Wenn du arbeiten willst, ist mir das recht. Ah ja. Also, was ist die Aufgabe? Bring mir bitte etwas Holz für die Reparaturen an meinem Haus. Du musst dich in den großen Wald außerhalb der Stadt wagen. Das ist alles kein Problem. Würde ja selbst gehen, doch ich habe gehört, dass seit den Ausgrabungen alle möglichen Kreaturen im Wald gesehen wurden. Hier sind alle viel zu ängstlich, um hinzureisen und selbst nachzusehen. Mir war nicht klar, dass die Runenhügel so viel Ärger verursacht haben. Oh, du wirst deine Axt brauchen, außer du willst die Bäume mit Worten zum Umfallen bringen. Hier, nimm diese alte. Danke, ich bin gleich wieder da. Pass auf dich auf. Axt Stufe 1 erhalten. Mit diesem Gegenstand kannst du Bäume in Wäldern und anderswo fällen, um Holz zu gewinnen. Wenn du deine Axt aufrüstest, erhöhst du den Ertrag und die Holzarten, die du erhalten kannst. Heiltrank Stufe 1 erhalten. Konsumgüter benutzen. Verbrauchsgegenstände wie Tränke und Balsame werden in deiner Zaubertasche aufbewahrt. Wenn deine Zaubertasche voll ist, werden die Gegenstände in dein Lagerhaus untergebracht, bis du sie benötigst. Überprüfe also deine Zaubertasche, bevor du aufbrichst. Wo, wie, was? Okay. Geh mal inneres Wohnviertel, okay. Also bis jetzt so der erste Eindruck, es ist, es wirkt auf entspannend auf mich, das Spiel. Es ist gemütlich so von der Atmosphäre. Das heisst, jetzt geht's wieder raus in den Wald. Ich hoffe nicht, dass das so ein krasses Jump-and-Run-Spektakel endet, wo man dann irgendwie keine akrobatischen Leistungen vollbringen muss, weil da bin ich gar nicht gut. Oder ja, ich sag's mal so, ich war früher mal als Kind gut, aber ja, schon eine Weile her.
Also da oben steht jetzt Sammle Bauholz. Uff. Muss man die Kaffeetasse richtig hinstellen? Sammle Bauholz aus dem großen Wald. 3 Stück. Repariere mein kaputtes Haus. Repariere mein kaputtes Haus. Ah, da hat so Sternlein. Wahrscheinlich ist das so. Belohnung, Stempel, Erfahrung 50 Punkte, Axt, Stufe 1, Heiltrank, Stufe 1. Ich bin jetzt Level 2, Erfahrung 130, 278 brauche. Ich weiß nicht, ob das ein Spiel. Na, warte mal. Ausrüstung ändern. Ah, du hast keine Gegenstände. Man kann anscheinend noch ein Zubehör. Ich weiß gar nicht, wie auf meine Zaubertasche zugreife. Muss ich dann so drücken und dann. Folge. Aha, hier kann man es jetzt lesen. Noch ganz am Anfang. Schließe deine erste Hauptquest ab. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hilfe. Okay, mal schauen. Bin ja auf jeden Fall gespannt, wie das wird. Aber so der erste Eindruck finde ich sehr angenehm. Frage ihn dann nochmal. Ich habe vergessen, Tränke in meine Zaubertasche zu packen. Lerne aus meinen Fehlern, Kind. Fülle deinen Vorrat auf, bevor du losziehst. Okay, mach, versprochen. Ich habe vorhin gerade wirklich nachgeschaut. Speichern beendet. Wie schnell doch die Zeit geht. Jetzt habe ich schon 42 Minuten gespielt.